Mal hier drin ein geordnetes Lagerfeuer machen? Probier mal. Ja, oh! Alter, der sieht ja aus, als ob der besessen ist von irgendwas. Ih, da spritzt ja Blut noch raus! Hier ist jemand gefesselt! Lass sie nicht frei. Achso, du machst das so schnell! Also rechts und links und jetzt kriegst du. Die frisst meine Kuh! Nee, nicht Daumen hoch, du blöde Kuh! Geh runter von meinem Beeren! Ypsilon! Und I zum Speichern! Oh fuck, ich bin am verdursten! So, jetzt verpisst euch hier, ich muss arbeiten! Scheiße, mein Bein ist geburnt. Oh, das war nicht gut. Ein neuer Tag im Paradies. Oh, eine Wasserflasche ist. Oh, bei euch ist gerade ein Falke gelandet am Dach. Mega cool. Falke? Mhm. Der Dani wieder, weißt du, sieht irgendwelche Falken, sieht irgendwelche Schildkröteneier. Fallschaden. Ja, ey, ich hab den. Achso, stimmt, den Clipper, wir haben noch gar nicht gezeigt. Nee, hast du noch nicht gezeigt. Habt ihr noch ein paar Fische übrig von Calvin? Hat jemand noch einen Fisch übrig? Ich schnorkel bei Daniel, ich warte bis einer Fisch. Oh, Virginia, ich hab Hunger. Gibst du mir das Eichhörnchen bitte? Ich hab Hunger. Bitte, Virginia. Am See hinter der Hütte müssen noch Fische liegen. Sie gibt mir wirklich ein Eichhörnchen! Danke, du blöde Kuh! Wow. Tschüss, Virginia. Bitte danach ein Fisch, ja? Ich hab mehr Hunger als ein Eichhörnchen. So, wo lang jetzt Fische? Wie gierig du bist, denn die ist so lieb. Hey, mehr als ein Fisch, mehr Hunger. Er ist über uns, Chris. Die sind Puh, Wo waren jetzt Fische? Hinter meiner Hütte. Hinter deiner Hütte? Diese kleine Halbinsel noch ist. Da hat der Calvin Fische hingeworfen. Ich weiß auch nicht, ob die despawned sind oder noch da sind. Alter, schau mal, wie die Virginia in den hinten nachsprintet, Chris. Ah, wirklich? Alter, ist die schnell! Warte, ich kann dir noch einen reinhauen oder ein Stück Fleisch. Aber. Und wo hier? Ja, haben wir noch einen Fisch, ich hab noch einen Fisch. Oh, weil ich. Ah, ich glaube, ich habe aber nur mehr. Nee, Fisch habe ich keinen mehr. Dann machen wir das. Ach, hier. Dann hier. Genau, und hier auf dieser Länge, da müssen noch 3-4 Fische liegen oder so. Kann man eigentlich so eine Feuerstelle auch im Haus machen oder fackelt ihr denn die Gas? Nee, mach ich ein Haus, alles muss. Kann man machen, ja. Also einen Fisch habe ich gefunden. Alter, wie das Eis knackt, das hört sich richtig cool an. Und lachen, wenn man einbrechen würde. Ich würde instant ausmachen. Das wäre lustig. Hier sind wir alle tot. Aber das Wasser macht echt komische Geräusche. Oh. Das ist halt der See, der Daniel. Das war das Monster Energie. Mir ich falle bei der Bäume nach. Ja, ich guck halt. Ich finde dieses Fell nicht, was ich habe momentan. Da ist der Panzer. Hier ist kalt und du bist nass. Ich weiß. Okay, also kein Feld. Kein Feld verdient, ne? Ich habe eins getötet, hatte eigentlich eins. Du hast ein Feld getötet? Ja. Alter, die Waschmaschine geht ab. Ihr habt das sogar einen Fisch liegen lassen, ne? Hab ich nicht gesehen! Oh, hallo! Kann ich dann das jetzt halbieren?
Oha, das sieht ja mega schön aus, Juli. Was? Das sieht ja mega schön aus, dein Dach. Das ist mal nicht so eine Liliputaner-Hütte wie beim letzten Mal in Brunnen. Pass mal auf, ja? Ja. So also kann man es aussagen. Ich glaube, du musst die Rasse zum Stabilisieren erstmal, oder? Nee, man kann die danach nicht wieder wegnehmen. Doch, kannst du. Ich wollte. Ja, weil du die stabilisieren musst mit halben Stämmen. Die Schräge machen, rechts und links. Machen wir erstmal die Eckpfeiler. Also ganz zu weit, ja. Aber meine Idee ist, dass du sozusagen da am Hut stehst, wie ein Balkon lassen. Okay. Und sozusagen ab hier aber wieder ein Haus voll kommen, dann können wir es nämlich auch wenn wir den Dach machen. Nein, das sind ja andere Lösungen. Vielleicht dann noch ein Stück abschneiden? Jene, kannst du bitte den Ball in den Baum finden? Jene, den Baum fangen, oder? Ja, scheint so. Nein, sonst nicht fangen. Kannst du dich bitte weggehen? Ist sie weg? Oh mein Gott. Okay, wir tun ja den Stier nach oder so. Wurde voll getroffen. Virginia! Ich bin Virginia. Ich bin's der Virgil. Das ist ja so dumm. Also wenn ich das jetzt theoretisch halbiere, ja. Kann ich das halbieren? Ich würde den gern halbieren. Aber es kommt doch an, dass du im Stamm warst, den halbieren kannst du nicht. In einem Ganzen. Den kannst du halbieren, ja. Aber an welchen Pixel muss ich... Ah, an den Pixel muss ich gucken. Den mittleren okay. Pixel. Ja. In der Mitte! In der Mitte! Junge. Es macht keinen Sinn! Es macht keinen Sinn! Hier muss ich mir die Stämme einfach umklappen. Ja. Es ist so dumm, oder? Bitte. Okay, fang den Stamm halt. Die Ecken dann abschneiden kann, theoretisch? Ja. Das müsste man. Was da? Besuch. Da! Ja, die Gaga! Friss, Alter! Ihr macht das schon. Geil! Die Gaga! Gaga! Männer, spannt die Bögen! Ja.
wie die beiden da die See lang laufen. Kriegt mir den Arm mit. Wow. Alter, dann hättest du die Blöden. Die Dicken haben voll Mutanten gerissen, pass auf. Ja, ich bin fast da. Virginia, geh helfen, lass dich. Okay, du hast keine Pistole. Okay, Alter, der hat drei Pfeile im Kopf. Ja. Braucht ihr Hilfe? Mach über den Pfeil, mach über den Pfeil, ich bleib nur noch zu. Kann ich mich da vorne ein? Oh, wie der aussieht hier, richtig mies. Dass wir die Rüstung nicht abnehmen können. Ja, das ist diese freudige Klubatsch-Rüstung. Ja, aber dass er die ihm nicht abnehmen kann, ist schade. Nee, ich glaube, du musst ihn die abhauen, damit er den Schaden macht, oder? Ja, aber irgendwie bekommt der Mutantenrüstung. Das haben wir ja schon gesehen. Du musst den Mutanten töten. Ah, von denen. Ah, okay. Also du müsstest eigentlich schon nicht den Typ jetzt hier auf dem Rücken haben. Ja, eigentlich schon. Der ist, ja, der ist schon. Da kann ich ihn mit dem Messer bearbeiten. Ja, kann man die vielleicht halten, so wie richtige Tür? Nee. Ich war an der Seite vom Haus und schrägen Stamm. Oh, Kelvin fällt Bäume. Alter, bist du ein Trottel? Der fällt den Baum drauf zum Wasserfall, sodass die ganzen Stämme runterfliegen. Nice. Was? Bist du? Ich hab an der Seite vom Haus und schrägen Stamm gebaut zum Hochgehen. Also, ich kann nicht abreißen. Achso, den kannst du mal raufwerfen. Genau. Ey, meine ganzen kleinen Stämme sind weg. Die Spawn Rate too high. Oh wow. Kevin, überlass mir das Bauen, das Bäume fällen zusammen. Okay, danke. Lilly. Dann kann man eigentlich mit irgendwelchen Kräutern nutzen, die sind auch frei. Ja. Aloe Vera und irgendwas noch. Die Frage ist, ob es das habe ich noch keine. Die Ziele gut, ja. Oh, cool. Wir sind für 30 Stämme gespawnt. Nice. Das ist selbst erschlagen. Entschuldigung, Kevin, hab vergessen, was zu sagen. Timber! Geh zur Seite, du Sau! Er dreht sich gerade so um und so einen Meter neben ihm fällt der Baum um. Er hört's ja nicht. Ja, ich hab das Fahrrad vergessen. Komm, ich hab Hunger. Wie komme ich hier oben jetzt am besten rauf? Ich hab wieder. Alter, was? Theoretisch hier noch eine Schräge hochbauen, glaube ich. Alter, oh, wie bei einem Haus! Keine Ahnung, ich habe ihn dreimal rückgeschossen und er ist runtergelaufen. Oh, der will mich treten! Ich bin down! What the fuck? Oh, Beute. Dankeschön für deine Blutflasche. Er hat mich ignoriert, eiskalt. Ich habe ihn in den Rücken geschossen, dreimal. Und er rennt einfach weiter durch die Tür. Da. Okay. Aber wie kommen die Leute da? Da bist du immer nur entfernt. Ja, auf das Zahnrad. Ja, um Zahnrad, ja. Du müsst jetzt irgendwas feuern. Habe ich alle gefunden? Yes. I did not know that. Ich glaube, wie viele wollten. Heidelbeere, Lachsbeere. Ja. Gesundheit. Alter, ist das hier wieder ein Schwierig? Ich hab keine Aloe Vera. Ich hab die Pilze reinziehen, aber auch nicht.
Also mit dem Bausystem ist echt ein bisschen schwierig, finde ich, sich da jetzt ein Dach hinzuzimmern. Ja, da muss man ein bisschen tricksen, sag ich mal. Ja, man kommt halt oben auch nicht ran, das ist das Problem. Ja, du baust hier eine Schräge nach oben. Also ach, du baust ja, den... denkst du, das mache ich nicht? Weiß okay. Ich doch nicht, ich sehe das ja nicht von hier. Ja gut. Tschüssi. Was sind wir den Bäumen für Ende? Nicht. Ich habe 6 Bäume gefällt. Ja. 5 davon gespawnt. Mhm. Und ich. Oh. Habt ihr den Schrei auch gehört? Ja, ich war auch gut übertrieben. Ich hab gefurzt, Entschuldigung. Kann es sein, dass das auch einfach nicht geht, weil es... Ich glaube, ich brauche noch einen Platz weiter. Ich sehe überhaupt nichts. Ja. Das wird es, glaube ich, sein. Das ist deshalb vielleicht nicht richtig gut. Ich komme gleich wieder, ja? Ich will erst kurz deine Schwester wegbringen. Ja, ich komm gut, sehr klar. Oh, ich hab was tot, egal. Er rennt weg. Komm her, Weichei. Wie geil die angesprungen kommt. Komm her. Das with me. Ich nicht. Was willst du essen? Nichts. Kaufst du schon mehr Sachen von mir? Eigentlich heißt es nicht Virginia. Virginia, die alte Nebelkrähe. Kelvin, ich brauche ein bisschen ein höheres Arbeitstempo, bitte. Das ist zu langsam. Oh Gott, ich konnte die Arme aufsammeln. Erst mal Mittagessen. Nee, ich bin bisher brav. Ich habe noch kein einziges Stück Menschenfleisch verpestet. Oh doch, erste Gelegenheit. Also jetzt schon. So ein paar Kornigschnitzel. Zurück. Alter. Alter. Darf zu deines Flochen, komm zu mir. Was? Was darf zu mir? Achso. Entschuldigung. Die Leiche lässt du mir aber hier nicht unter der Brücke liegen, ne? Richtig, erst mal muss ich da lassen. Das war so nicht abgemacht. Haben wir jetzt die Festschwaus? Das mindert den Grundstückspreis. Eigentlich ist der Scheiß schon von vorbei. Yeah.
ihr eigentlich schon ein paar so Knopfholder gemacht, dass wir die sammeln können? Ja. Direkt ins Feuer. Infizieren. Hallo? Andere gefunden. Das ist halt nur Flatsch, Flatsch, ja. Aber wir laufen echt wenig Tiere rum, oder? Das war damals ein bisschen anders. Ja, bestimmt, weil es Winter ist. Ich glaub, ja, ich wollte gerade sagen, es liegt am Winter, weil wie wir hierher gekommen sind, war hier mehr los. War mega viel. Ja. Jetzt ein Regen sehen. Ich habe übrigens noch immer dieses Ei mit von der Schiffe. Hört du auf. Herr, kannst du es ausbrüten? Nee, aber essen kann ich. Ich stelle mir neben das Knochending so einen Schrank hin, ja. Für die Schädel. Ansonsten stellen wir und bauen den unten ins Haus, weil ich glaube, dass er irgendwie am Auto der Zeit ist. Achso, ja, kann man auch machen. Kann das schon was machen, wenn ich auch da was im Laden bin. Computer sagt nein. Ich kann ja einen halben Kilometer von der Wand wegbauen. Interessant, okay. Okay, ich baue den nach draußen. Ich kann den nur zwei Stellen von der Wand wegbauen. Ich baue den in die Ecke. Könnte ich vielleicht schicken. Können die Dinger von der Wand raus. Ich habe Rehe hier, wir können jagen. Oha! Da ist auch ein Besucher hinter dir, der mitfahren will. Der will mitjagen gehen. Okay, gerne. Ich esse auch dich. Komm her. Leo nimmt alles. Der ist nicht spielerisch. Ja, der ist einfacher zu fangen als die Rehe. Alter. Fire in the hole! Das hat mich gerade mega taub gemacht. Alter, das ist ein volles Bein abgehackt. Ey, sieh dir mal sein Gesicht an, Alter. Das ist nur der dahin zu F1. Bei mir ist der Hals ein bisschen verbracht, der ist total lang und dünn. Oh, die Beine. Okay. Bei mir ist es der Mund. Und daneben, was hat das für eine Keule? Die liegen doch vorbei, ne? Ich finde das echt schade, dass man das nicht aufnehmen kann. Die kann ich nehmen. Den Kopf auch.
Oh, da hinten ist noch einer. Hey, der will meinen Baumstamm! Er schiebt den Baumstamm, was ich abgehackt hab. Schau, Chris, schau meine Richtung. Er steht meinen Baumstamm. Ja, die beklauen dich. Das ist schlimm. Hä, wo denn? Lass ihn mal machen, hallo? Hä, hey, kann man die einspannen, dass sie für einen arbeiten? Biete ihm doch Geld an. Du hast doch Geld gefunden, oder? Was sind denn das für große Dinger hier? Kann man die noch looten? Kann man die essen? Brauchen wir was zu essen? Hier liegen ja noch Beine. Braucht ihr die? Ich hab schon gegessen. Ich hab voll gerade. Alter, bei euch ist ja richtig was los. Den Stamm brauchen wir. Ja. Kannst du froh sein, dass du so drei tatkräftige Männer hast, die die Defensive hier ja. Ja. Um ihr Leben kämpfen, damit du es sicher hast, weißt du. Das hätte ich mal mehr einen Kopf drin, ne? Ih, voll die Wirbelsäule. Und Kelvin, Mittagspause oder was? Das hat aber so funktioniert. Die Frage ist, kannst du in der Mitte zwischen so einem Dreiviertel oder so einem halben? Das, nee, ich frag nur, ob das so ein bisschen schräger ist, dann gehst du um spitz nach oben. Wie ich meine, da jetzt stemmen wir da schon wieder. Von oben vielleicht eine Etage machen für Lager oder so. Ja, du kannst einen Dachboden reinziehen, wenn du willst. Aber ich meine, wir haben hier oben, also ein Stockwerk hier oben ist eigentlich groß genug für Lager und alles. Oh, die Virginia hat ein Eichhörnchen. Mhm. Oh, diesmal ist Daniel der Opa. Der Opa da. Gibt sie mir das schon wieder? Aber nicht im Ziel. Bitte! Red Deutsch. Dankeschön, Virginia. Ja, Daumen hoch. Jetzt komm her, jetzt prügel ich dich. Die Sache muss halt nur nachher hier ein bisschen dunkel, muss ein bisschen einmal bauen, glaube ich. Ja. Hier, Nee, eins noch nach links bekommen muss. Dann kann ich sagen, von hier aus. Wir müssen ja überall gehen, hier an den Stäben. Dann müssen wir ja mit dem Stützen ranbauen, damit wir den Stack einmal durchziehen. Dann müssen wir erst den Stäge ranbauen. Wir brauchen halt Fahrtwege. Ja. Ich mache erstmal den Schädel hier rein. Oh, also das mit dem Haus bauen, das ist echt mit dem Dach, das ist mega schwer. Das ist so schwer. Ist es auch. Das ist so anstrengend. Schatter. Epsilon. Leider. Soll ich schaden? Danke, es ist schon wieder 16 Uhr. Es ist schon wieder 16 Uhr, also die Zeit wird jetzt so schnell. Leo, die Virginia ist gerade ausgenommen worden von. Ja, ich wurde auch fast gerade ausgenommen, ich habe noch 1 Millimeter Leben. Hallo, was macht ihr denn mit Virginia? Ja, die sind verboten im Haus. Ja, komm. Einer ist oben bei dir. Was? Alter, was? Ich
runter, ernsthaft? Vier Pfeiler? Ja. Noch einer oder waren das alle? Ich weiß nicht, einer hab ich getroffen. Okay, dann hau ich den ab, einen Golem auf. So. Ich glaube, wenn man schläft, dann despawnen die Sachen wieder, kann es sein? Nein, nein, nur ein Neulock. Also nur ein Lock. Aber wir hatten doch jetzt schon mehrmals, dass wir Bäume gefällt haben und die Sachen dann weg waren. Naja, die spawnen, denke ich mal, so oder so irgendwann. Sofern ich Multiplayer war. Kleiner Kelvin, bring mir das Holz. Bom, 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 bom. Oh, das ist noch so cool. Willst du das Lagerfeuer... Das Lagerfeuer unter die Treppe machen? Ja, ne? Wie du willst, kannst du sonst noch rechts den Reifen. Jule, zu dir kommt vielleicht ein Gollum. Na, ich glaub nicht. Ich wüsste nicht, wo ich wohne. Mein Gott. Ich glaub es nicht. Die sind so lieb. Nee, irgendwie haben die mich noch nicht entdeckt. Die sind eher da auf euch bezogen. Ja, weil wir die meisten Kacke machen. Meine Haut gehört. Oh fuck, da ist ja doch jemand. Sag ja, der Golem kommt zu dir. Nee, der geht wieder zu euch. Er hat sich's anders überlegt. Geht zu Hilfe, die braucht das. So eine Art Deine. Kleiner Kelvin, bring mir das Holz. Sonst gibt's mit der Peitsche eine auf die Fresse. Okay, ich mach, wir brauchen jetzt mal die Knochen. Du bist doch drauf. Können wir uns nicht so ein Radio aus dem einen Lager mitnehmen? Dann haben wir so ein bisschen Musik. Ob das so gut ist? Aber ich glaube, das kann man nicht einpacken, ne? Damals hatte man wenigstens ein Walkie-Talkie. Nee, so ein... Walkie-Talkie? Nee, Walkie-Talkie war das nicht. Wie hieß dann das? Walkman? Discman? Ein Sony Ericsson Walkman. Ist das schon wieder jetzt dunkel, Mann? Ich will noch bauen. Können wir das ausstellen, dass es dunkel wird? Nein. Ich hab hier so Kuppel bei mir. Ja, wo denn? Ja, geht zu Daniel. Er will Gesellschaft haben. Die andere Seite. Hast du uns wirklich einer? Ja. Nein, das war ich. Weißt du, da rollt man in Ruhe seine scheiß Schädel ins Lager? Ja, so geht nur als dann verwandelt. Und dann macht er erstmal Stress, ja. Ah, Virginia, mach ihn tot. Nein, ich bin keine Kunstwolle mehr. Mach ihn tot, Virginia, mach ihn tot. Kaputt die Untersuchung. Boom. Das war wieder finster, Leute, ne? Ja. Was auch immer finster bedeutet. Kannst alles drauflegen, ja. Aber ich glaube, wir müssen erst den Schrank und dann die Wand dahinter bauen. Weil... Ja, aber das kannst du ja unten schon machen. Hier unten haben wir schon die Wand. Naja, nee. Du musst erst den Schrank und dann die Wand. Weil die Kollision hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte erst in der Mitte vom Fundament den Schrank bauen. Da muss man wahrscheinlich die Wand rausnehmen, aber das kann man nebenbei machen.
Mal gucken, wenn es hell ist. Hast du nicht irgendwann noch einen Stamm gehabt? Wann wachsen die wieder nach, die Bäume? Ja, in 30 Tagen. Also ein Jahr auf Ende. Oh. Wir sollten uns langsam schon schlafen setzen. Ne? Also wir müssen erstmal das gesagt, also wieder als gerüstet worden hier und dann können wir erst die erste Stelle eröffnen. Naja. Du bist tot. Ein Drittel Wasser. I'm coming, guys! Also gehen wir schlafen, ne? Ja. Jo. Slafi, Slafi. Haya Bubu, wie es so sch- Oh, wie wieder- schick das einfach aus. Ach, immer eure beschissenen Fallen hier, Alter. Welche Fallen denn? Ach, du löst die aus. Deswegen ist da nie was drin. Nein, ich mach die auch wieder aktiv, aber ich erschreck mich immer. Aktiv! Ich mach die auch wieder aktiv! Ihr seid so kacke zu mir. Ich reiß hier bald meine Hütte ab, ihr Scheißärsche. Kannst du gar nicht. Ach so, doch. Darf man so drin eigentlich rauchen? Nein, ist verboten. Ja, mach ruhig. Chrissy, kannst du mir auch was... Warum trinkst du aus dem Mund? Mit dem Mund da. aus dem Arsch. Warum trinkst du mit dem Mund? Normalerweise fühlst du das wie mal anal zu dir. Genau. So nähern das. Wer hat denn jetzt noch nicht schlafen gedrückt, die von euch? Achso, ich bin nicht, Ihr Musketer. Ja.